Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die nicht von dieser Welt 2 Box von Xavier Naidoo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nicht von dieser Welt 2 von Xavier Naidoo, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Es ist vom Format her eine recht klassische Box, reguläre Clubbox. Wir haben das Ganze hier großteils in Weiß gestaltet. Hier oben links haben wir einmal das Logo von Xavier Naidoo in Gold und Weiß. Dann lesen wir hier Xavier Naidoo, wobei die O's hier zu einem Unendlichkeitszeichen umfunktioniert wurden. Rechts lesen wir nicht von dieser Welt 2 in Gold. Und dann haben wir hier den Interpreten Xavier Naidoo abgebildet. Auch er hier so in Gold-Schwarz und wir haben hier scheinbar so einen schwarzen Schatten oder so eine schwarze, ja, so eine schwarze Farbe, die sie hier so über sein Gesicht gelegt hat. Sieht echt etwas verstörend aus. Von unten in Weiß. Auf der rechten Seite wieder das Logo in Gold und Weiß. Oben blank, links wieder das Logo. Es klappert auch schon. Und auf der Rückseite haben wir hier einmal die Tracklist. Wir haben hier 14 Stück an der Zahl. Dann haben wir Bonustracks, nochmals 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Plus Bonus-CD allein mit Flügel, Unplugged Live at Neil's House. Nochmal 9 Tracks und eine weitere Bonus-CD mit Album Instrumentals. Also Musik ohne Ende. Dann haben wir, es dürfte wohl ein Reh sein, in diesem Reh sehen wir hier so einen Gebirgsee, wenn ich das richtig deute, die Beteiligten und einen Barcode. Gut. So, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal einen Speaker, also einen Lautsprecher. Dann haben wir die Instrumentals in der Papphülle und das Album samt Bonusinhalte im Digipack. So sieht die Box aus. Gold und Weiß von innen, hier noch so ein Streifen. Also die untere Hälfte der Box in Gold, die obere Hälfte der Box in Weiß. Sehr schön. So, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Nicht von dieser Welt 2. Ja, wie man bei dem Titel vermuten kann, gibt es hier auch einen ersten Teil, den gibt es. Der ist schon lange her und zwar kam der 1998 und war damals das Debütalbum von Xavier Naidoo. Bedeutet, dieses Album ist 2016 erschienen, somit hat es 18 Jahre gedauert, bis dieses Album hier nicht von dieser Welt 2, beziehungsweise ja, bis das erste Album nicht von dieser Welt seinen Nachfolger bekommen hat. Ja, das Cover sieht so aus wie auch schon von der Box, das kennen wir, hier in Weiß, Schwarz und Gold gehalten. Es ist wie gesagt ein Digipack. Auf der Rückseite auch hier wieder Tracklist, Bonus Tracks plus Bonus CD, also 1 zu 1 gestaltet wie auch die Box. Dann schauen wir mal hinein. Okay, also wir haben hier links und rechts jeweils eine CD und in der Mitte ein Booklet und einen Flyer. So, wir nehmen uns mal, ah, ist sogar zum Aufklappen, also nicht nur ein Flyer, sondern wirklich so eine Mini-Broschüre. So, was lesen wir hier? Nicht von dieser Welt, live in Concert. Okay, also 2016 hier im November gab es hier diverse Konzerte. Auf der Rückseite haben wir den Quadratfanshop.de. Okay, hier kann man Xavier Naidoo Fanshop erwerben. Und dann haben wir hier diverse Musik von Xavier Naidoo, aber auch von den Söhnen Mannheims. Alles, was es hier gibt, kann man natürlich kaufen. Gut. Dann lesen wir hier in der Mitte. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Johannes. Okay, also ein Bibelzitat, wenn ich es richtig deute. Wir kommen zum Booklet. So, auch hier haben wir wieder dieses Bibelzitat. Dann haben wir hier Track Nummer 1. Nicht von dieser Welt, die Rückkehr. Und dann die Credits zu diesem Track. Also wer hat daran mitgewirkt? Gut, wir haben hier auch die Lyrics mit dabei, also einerseits hier oben die Credits, aber auch die Lyrics, sehr schön. Dann weitere Bibelzitate,
Dann hier ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Ein weiteres Lied samt Lyrics und Credits. Ja, und das zieht sich jetzt so durch. Also das Artwork hier weiter in Gold und Weiß. Sehr textlastig, aber wir haben hier auch Fotos und auch Zitate. Hier ein Zitat von Martin Luther King. Zitate, weitere Tracks. Also ihr seht schon, hier gibt es echt jede Menge zu sehen und vor allem zu lesen. Falls euch die Zitate im Detail interessieren, könnt ihr natürlich das Video anhalten. Ich versuche euch die immer kurz hier einzufangen. Einfach das Video pausieren. So. Weitere Fotos, weitere Texte. Ist echt ein sehr, sehr langes Booklet. Gut, dann kommen wir hier zu den Bonus-Tracks. Und dann sind wir damit auch durch. Zum Abschluss gibt es dann noch den letzten Track und auch die Credits zum Album. Sehr schön. So, wie gesagt, wir haben hier zwei CDs. Und zwar haben wir hier einmal das Album an sich, Nicht von dieser Welt 2, hier in Gold. Also, das ist das Album. Dann haben wir die Bonus-CD, und zwar die Allein mit Flügeln. Das heißt, ja, unplugged, mehr oder weniger. Sieht so aus. Und wir haben hier dann eben auf dem Album die insgesamt 18 Tracks und auf der Bonus-CD dann nochmal 9 Tracks, also 27 Stück. Und damit nicht genug, wir haben auch noch Instrumentals mit dabei. Nicht von dieser Welt 2 Instrumentals, die kommen hier in einer Papphülle. Und hier haben wir 17, also 17 Stück an der Zahl. So sieht das aus. Bedeutet, dass man hier die Bonustracks auch verarbeitet hat als Instrumentals. Das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. So, wir haben noch einen weiteren Inhalt. Es sind nicht so viele Inhalte, aber dafür ist das Album oder die CDs doch reichlich, also 3 Stück eben. Und dann haben wir hier noch einen etwas teureren, wertigeren Inhalt. Und zwar haben wir hier einen Speaker mit. Wo haben wir es? Ja, hier ist noch eine Ebene mit Kabelwesen. So. Also, die Verpackung sieht so aus. Xavier Naidoo, das Logo, nochmal der Schriftzug, nochmal das Logo. Hier lesen wir was. Digistore Deutschland GmbH in Hamburg. Dann hier nochmal Label und Beteiligte. Hier nochmal groß das Logo. So. Aber dann kommen wir schlussendlich zum eigentlichen Produkt, und zwar zu dem Speaker. Der ist in Schwarz und Silber gehalten. Hier oben haben wir auf der Membran, auf der Box, ja, haben wir dann in Gold wieder das Logo. Super Bass Portable Speaker Bluetooth. Okay, das lesen wir rundum. Dann haben wir hier Super Bass Portable Speaker stehen. Hier unten einmal einen Anschluss. Dann haben wir hier noch einen zweiten Anschluss. Und ja, genau, das habe ich jetzt gesucht, die Knöpfe. So, wir haben hier diverse Knöpfe, lauter, leiser, Play, Stop. Das, ja, wahrscheinlich für Mute oder Menü. Dann kann man das Ganze hier mittels Kippschalter einschalten, auf On. Jetzt würde mich nur interessieren, wo wir entsprechend die Lautstärke. Ah, okay, also das ist dann hier zum Drehen an der Seite. Bedeutet, wir können hier dann das Ganze entsprechend drehen. Ich gehe mal davon aus, wir haben ja auch eine Bedienungsanleitung. Normalerweise erspare ich euch die immer, aber nachdem ich jetzt selber nicht genau weiß, wie wir hier. Wo haben wir es denn? Ah ja, genau hier. Also, hier lesen wir. Drehen Sie die Lautstärkeregler, um die Lautstärke anzupassen. 1 und 2. Also hier kann man das Ganze drehen. Und mittels diesem Gewinde kann man dann entsprechend die Lautstärke einstellen. Dann haben wir noch das Kabel dabei. Wir haben hier, einmal, wenn ich es richtig erkenne, so
Mini-USB, dann haben wir einen regulären USB-Anschluss und einen AUX-Stecker, also einen Klinkenstecker. Und dann kann man hier natürlich auch das Ganze nicht nur per Bluetooth, sondern man kann es auch dann hier entsprechend anstecken und mit Klinkenstecker den in Betrieb nehmen oder auch einfach über Bluetooth laden. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Bluetooth-Speaker samt Kabel. Der kommt in diesem kleinen Schächtelchen hier. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die kommen in einer Papphülle. Es sind 17 Stück an der Zahl. Und dann haben wir das Album an sich inklusive Bonus-CD, inklusive dieser Unplugged-CD, 9 Tracks plus 18 ergibt dann 27, die kommen in diesem Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, nicht von dieser Welt 2 von Xavier Naidoo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Xavier Naidoo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.